Guten Tag. In diesem Film möchten wir Ihnen zeigen, wie wir auf Wunsch mehrere 3D-Showcases sinnvoll gruppieren können. Die einfachste Form der Gruppierung ist, die 3D-Showcases in einer Website gemeinsam zu präsentieren. So haben wir unsere Arbeitsproben unter 3dshowcase.de ähnlich einer Tabelle sinnvoll zusammengefasst. Weitere Arbeitsproben hinzuzufügen und neue Gruppen zu schaffen, ist jederzeit möglich. Eine andere Form der Darstellung ist, die 3D-Showcases in einer Karte zusammenzufassen. Der Betrachter kann die räumliche Lage der 3D-Showcases also sehr einfach erfassen und sie aufrufen. Hierbei spielt es keine Rolle, welchen Maßstab die Karte hat. Das kann ein Stadtteil sein, aber auch ein ganzes Land. Als Beispiel zeigen wir Ihnen hier eine Karte mit 3D-Showcases aus Bonn. Von jedem der 5 Gebäude haben wir in der Vergangenheit ein 3D-Showcase erstellt und für diesen Film in einer Karte zusammengefasst. Die Bedienung dieser Kartendarstellung ist ganz einfach. Zuerst fahren Sie mit der Maus über die gewünschte rote Markierung. Es erscheint der Name des 3D-Showcase. Wenn Sie dieses 3D-Showcase aufrufen wollen, klicken Sie einfach auf die rote Markierung. Durch diesen Klick wird das gewünschte 3D-Showcase mit dem schwarzen Button in der Mitte des Bildes verknüpft. Jetzt brauchen Sie nur noch auf den schwarzen Button zu klicken und das gewünschte 3D-Showcase wird in einem zweiten Browserfenster geöffnet. Ein anderes 3D-Showcase rufen Sie auf, indem Sie wieder auf die Kartendarstellung wechseln, eine neue Auswahl treffen und wieder auf den schwarzen Button klicken, der jetzt mit der neuen Auswahl verknüpft ist. Natürlich ist auch eine Kombination der tabellarischen Darstellung aus dem ersten Beispiel und einer Kartendarstellung möglich. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.